back from the dead. Ja, willkommen zu einer Episode der Fortnite Daily News und heute zu einer besonderen Episode, denn ich habe euch gestern schon gesagt, es gibt jede Menge heute zu berichten, es gibt so, so viele Sachen und wir fangen auch mal direkt mit der ersten Sache an, ohne Intro jumpen wir mal direkt rein. ChinaBR bringt uns nämlich erstmal die neuen Stats für die neue Epic bzw. auch Legendary Tactical Shotgun, die ja gestern schon erwähnt worden ist und auch in den News stand. Also ihr seht schon, was der Maximum Damage, die macht 83 bis 87 und kann mal bis zu 8-mal schießen. Und die findet ihr natürlich auch überall. Floor Loot, Chests, Supply Drops, Loot Carriers und überall. Könnt ihr gerne mal eure ersten Erfahrungen unten reinschreiben. Würde gerne mal wissen, wie eure ersten Erfahrungen, wie gesagt, mit dieser Waffe sind und ob die, ja, ich sag mal, zu OP ist oder ob die das Spiel wieder kaputt macht oder so. Schreibt gerne mal unten rein. Und ich würde sagen, wir jumpen mal direkt in die nächste Sache. Denn heute, holy shit, ist jede Menge da. Neue Skins, neue Emotes und tausend andere Sachen. Also, let's go. Also angefangen mit 4 neuen Skin-Varianten, die wir bekommen werden. Ihr seht hier die erste und das alles so ein bisschen Black and White gethemed, das Ganze. Werdet ihr später auch merken irgendwie. So alles ist Black and White gethemed, richtig crazy. Bunkerbin bekommt übrigens hier eine neue Variante, was richtig nice ist. Er sieht da wirklich aus wie Gandalf und ihr seht schon, die Version von dem hier bekommt eine neue Version. Flapjack hier übrigens bekommt auch eine neue Version, zeige ich euch auch gleich mal. Also ist jede Menge drin. Ihr seht schon alle Varianten. Dass die eine neue Version bekommt, finde ich richtig nice übrigens. Also dass viele, viele Skins nochmal nachträglich andere Versionen bekommen, finde ich richtig crazy und auch richtig cool. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wer von den 4 jetzt beispielsweise euer Liebling ist. Ja, hier nochmal versprochen, die Flapjacky-Version für die Leute, die sich gekauft haben. Die muss man lieben oder auch eben nicht. Das ist eben so die Sache. Deswegen, die bekommt auf jeden Fall auch eine neue Schwarz-Weiß-Variante. Richtig crazy, dass so viele Sachen neue Schwarz-Weiß-Varianten bekommen. Kommen wir aber mal direkt zur nächsten Sache, denn ihr seht schon, hier ist die Overtime-Challenges und da könnt ihr sehen, dass einige Sachen freizuschalten sind. Ihr wisst ja, Overtime-Challenges sind immer die, die am Ende der Season kommen, um nochmal ein paar Sachen freizuschalten. Was ihr erreichen müsst, welches Battle Pass hier, um verschiedene Skins zu bekommen, ist ja klar. Ihr seht auch hier, dass da die verschiedenen Skins aufgelistet sind, beispielsweise von dem Bunkerban oder auch von der Demi. Die bekommt nämlich auch einen neuen Skin, wie ihr sehen könnt. XP natürlich jede Menge zu bekommen und natürlich auch Loading Screens. Also jede Menge in den Overtime-Challenges zu bekommen. Weiter geht's mit den Birthday-Challenges, denn ihr wisst ja, Fortnite hatte Geburtstag und da gibt es einige Sachen auch wieder zu bekommen. Wer sich daran erinnert vom letzten Jahr, da gab es ja auch einige Sachen. Dieses Jahr ist es wohl so, dass es auch einen neuen Rap wohl gibt. Es gibt eine Geburtstagscake wieder wie immer. Es gibt ein Spray, es gibt Musik sogar und ein Harvesting-Tool. Also die 4 Challenges zu Ende machen und dann bekommt hier alles davon. Was schon bei neuen Sachen sind, auch für die Save the World Spieler gibt es wieder 2 Sachen. Es gibt einen neuen Gleiter und es gibt ein neues Harvesting Tool. Ob man das jetzt cool findet oder nicht, trotzdem ist es eine coole Variante, dass es wieder was kostenlos gibt für alle, die auch tatsächlich Save the World spielen. Dann geht es weiter mit einer neuen Storm Scout Sniper Rifle. Das heißt also, wir haben nicht nur eine neue Shotgun drin, sondern wir werden auch eine neue Sniper sehen werden. Ich bin gespannt, wie die funktionieren wird. Ihr seht schon, interessantes Scope auf jeden Fall dabei. Kann gut sein. Ihr seht unten 6 Schuss sozusagen im Clip, 2,7 Sekunden Nachladezeit, 85er Schaden. Also ist schon crazy. Bin gespannt, wie die sich dann im Spiel auswirken wird. Dann geht's weiter mit dem ersten Blick auf den Loading Screen und dann auch tatsächlich auf den Teddybärkopf von unserem neuen Roboter, den wir jetzt dann im Kampf sehen werden am Wochenende. Da bin ich übelst gespannt drauf, wie das Ganze aussieht. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie der auch in-game aussieht. Und ihr werdet gleich schon was sehen, ich zeige euch gleich was. Also, erstmal kommen wir zu dem Fortbyte, der ist nämlich jetzt komplett fertig, also das gesamte Bild von dem Bunker-Ben, der natürlich da so ein bisschen wahnsinnig drin geworden ist und ein paar Visionen gab das, sage ich mal. Und da seht ihr auch schon, da seht ihr, wie gegeneinander gekämpft wird, Roboter gegen Katos sozusagen. Und da bin ich übelst auch gespannt, wie das Ganze dann in-game aussehen wird. Absolut nice, also Fortbytes sind also auch komplett vollständig. Und dann kommen wir zu den Bildern, die ich euch zeigen wollte. Hier haben wir das einmal und ihr seht schon, das Ganze sieht so ein bisschen aus dieser ganzen, ich sag mal jetzt, wo auch Lackierung drauf ist und so, dass er so ein bisschen wie ein Power Ranger Zord zusammengebaut ist. Ich weiß nicht, wer von euch Power Rangers geguckt hat. Ist ein bisschen älter. Ich weiß, es gab neue Folgen davon, aber Power Rangers war ja damals so, dass jeder von denen so einen bestimmten Robot hatte, also einen Zord hatte, den er rufen konnte und die sich alle zusammenpacken konnten zu einem neuen großen Roboter sozusagen. Und so sieht das Ganze hier auch aus, wenn wir das mal von der Perspektive sehen. Ihr seht schon rechts sozusagen der Rex-Arm und so. Das ist schon crazy. Ist irgendwie geil und ich hoffe, dass wir irgendwas damit zu tun haben und wir selber irgendwas machen können in dieser ganzen Geschichte, denn das wäre doch mal der krönende Abschluss, muss ich sagen. Und hier sehen wir es nochmal von einer etwas weiteren Perspektive. Der ist schon gigantisch und ich bin gespannt. Also er hat ein Jetpack, das heißt, er fliegt da auch raus. Deswegen macht es auch Sinn mit dem Jetpack. Wahrscheinlich dann auch, um da rauszufliegen, sonst würde er ja wahrscheinlich alles zerstören, wenn er da rausgeht. Aber ist schon crazy, oder? Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den ersten Bildern von diesem Robot haltet und generell auch, wie gespannt ihr seid auf das Event.
So, hier ist mal ein paar Bilder auf Twitter, die ich gefunden habe. Links und natürlich immer zu allen Leuten in der Videobeschreibung, wenn ihr da selber mal schauen möchtet. Und zwar war ja so die Theorie, dass die World Cup Skins reinkommen. Und es sieht nur so aus, als wenn die wirklich reinkommen würden in einer gewissen anderen Variante. Und zwar, ihr seht schon in dieser Variante, sieht ein bisschen low aus. Ihr denkt euch so, okay, der sieht jetzt so rot aus mit so einem Wappen vorne drauf. Allerdings wird da wohl dann das Wappen reinkommen, beziehungsweise das Landwappen reinkommen. So, hier nochmal die weiblichen Versionen davon, wie das dann in der Version aussehen wird. Und jetzt zeige ich euch einmal die Flaggen, wie das aussehen wird. Und so, hier sind dann die Flaggen dazu, was eigentlich dafür da ist, dass man das auf eurem Profil bzw. ein Leaderboard sehen kann. Das heißt also, ihr könnt praktisch ein Land unterstützen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch, wie gesagt, auf diese Skins draufkommt. Das sieht nämlich sehr, sehr leer aus vorne drauf. Muss nicht unbedingt sein, kann ich mir aber gut vorstellen, jetzt wo man sowas auch mit reinbringt. Auf jeden Fall, das ist auch eine Möglichkeit für euch, sozusagen euer Land zu repräsentieren, dann auch in den Leaderboards für alle Leute, die dann tatsächlich auch, competitive spielen und gerne ihr Land repräsentieren. So, kurz Update zur Geschichte, es wird wahrscheinlich tatsächlich so sein, die werden verschiedene Banner-Styles haben. Also vorne das Logo soll tatsächlich verschiedene Banner-Styles repräsentieren, was man auswählen kann. Und das Rote wird nicht nur rot sein, sondern es wird auch tatsächlich verschiedene Farben haben können, die man auswählen kann. Also, da habt ihr es auf jeden Fall, customizable neue Characters. Ja, dann eine sehr interessante Sache zu den Overtime-Challenges. Und zwar kann es wohl sein, dass wir die Season 10 in den Battle Pass for free sehen werden oder auch in der Paid-Version. Ihr seht das nämlich hier, ihr seht in der zweiten Spalte von den rot markierten, da steht am Ende Battle Pass free. Das heißt also, es kann sein, dass wir durch die Overtime-Challenge tatsächlich einen free Battle Pass sehen können. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, weil das hatten wir in letzter Season ja nicht gesehen und einige haben sich ein bisschen darüber beschwert beziehungsweise fanden es dann vorher ein bisschen cooler. Deswegen eure Meinung unten rein, solltet tatsächlich sozusagen das frei erspielbar sein, der Battle Pass, oder sagt ihr, nee, ist mir eigentlich relativ egal. So, und zum Ende hin sage ich schon mal vielen Dank an ChinaBR für die ganzen geleakten Emotes und die ganzen geleakten Skins in-game. Und wenn ihr mich supporten möchtet, deswegen verabschiede ich mich hier schon mal, dann gerne meinen Creator-Code VanSnipes eingeben und lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit allen neuen Emotes, die rauskommen werden und natürlich auch allen neuen Skins in-game. Also, bitteschön.